So, und damit hallo und herzlichst willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es darum, wie ihr die Ordnerreihenfolge bzw. die Content-Reihenfolge in Thunderbird ändern könnt. Eigentlich sollte heute ein Video kommen, wie ihr einzelne Konten von eurem YouTube-Account, einzelne Kanäle von eurem YouTube-Account löschen könnt. Da ich aber im Hintergrund ein Video hochlade von meinem Virtual Warfare Kanal und man sich dabei abmeldet, beziehungsweise Google dabei alle Konten abmeldet, ist das gerade nicht möglich, das aufzunehmen, da sonst der Upload einfach abbricht und es wäre nicht schön. Deswegen zeige ich heute, wie gesagt, mal wieder was in Thunderbird. Und zwar nehme ich jetzt mal an, ihr wollt einfach den Mr. Programmer oder eben irgendein anderes Konto von euch nach oben haben und drunter den Virtual Warfare. Dann geht ihr auf Extras, Add-ons, Add-ons suchen und müsst hier manually sort folders eingeben. Ich habe mich verschrieben, natürlich nur manual sort folders. Und findet dann hier ein Plugin, wie gesagt, namens Manually Sort Folders 1.1. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, kann es natürlich auch 1.2, 1.3 oder 2.1 sein, 2.1 sein. Ist aber eigentlich relativ egal. Hauptsache, ihr habt ein Plugin namens oder ein Add-on mit diesem Namen. Und hier klickt ihr nun auf Installieren. Dann lädt das Ganze kurz runter. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Und dann klickt ihr auf Jetzt neu starten. Dann startet Thunderbird komplett automatisch neu. Ihr könnt dieses Tab eigentlich schließen. Das Add-on fügt unter Extras einen Menüpunkt namens Konten- und Ordnerreihenfolge ändern hinzu. Hier klickt ihr einmal drauf und ihr habt jetzt hier quasi die Einstellungen dieses Plugins. Wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal an, ich wollte den Mr. Programmer nach oben haben, dann markiere ich den mit einem Klick und klicke nach oben, bis er ganz oben ist, und den Virtual Warfare einmal markieren und auch zweimal nach oben, damit er drunter ist. Ist eigentlich relativ selbsterklärend das Ganze, ansonsten stehen aber eigentlich auch noch mal hier weitere Informationen und alles könnt ihr euch ja durchlesen, wenn es euch Spaß macht. Dann haben wir hier oben noch ein Register namens Ordner sortieren. Hier könnt ihr die Ordner in den Konten sortieren. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, der Mr. Programmer. Und ich hätte hier gerne im Gmail-Ordner, also erstens mal hätte ich gerne den Gmail-Ordner oben und ich hätte gerne den Papierkorb im Gmail-Ordner ganz oben. Dann gehe ich auf benutzerdefinierte Sortierfunktion und kann jetzt hier den Gmail-Account verschieben, wie es mir lustig ist. Und kann auch innen drin meinetwegen den Papierkorb, habe ich gesagt, ganz nach oben schieben. Mir ist allerdings die Thunderbirds eigene Sortiermethode lieber, da ich mich so daran gewöhnt habe und es eigentlich auch Sinn macht, den Posteingang ganz oben zu haben. Es gibt noch eine Sache namens einfacher Vergleich des Ort, nee, einfacher Vergleich des Ordnernamens. Das heißt, da werden einfach die Ordner nach dem Alphabet sortiert. Ja. Und dann haben wir hier oben noch ein Register namens Erweitert. Und hier könnt ihr einfach Tabs für verschiedene ordnerbezogene Einstellungen, heißt es quasi, könnt ihr einfach einrichten, welchen Ordner oder welcher Ordner beim Start von Thunderbird geöffnet werden soll. Das heißt, in meinem Fall einfach den zuletzt geöffneten Ordner. Ihr könnt aber auch einfach einen benutzerdefinierten Ordner verwenden und keinen Ordner auswählen. Das heißt, dann werden einfach alle geschlossen. So werde ich das jetzt machen und wenn ihr Konten sortiert habt, müsst ihr einmal hier auf, oder wenn ihr allgemein irgendwas sortiert habt, einmal hier auf Thunderbird neu starten. Dann startet Thunderbird wieder komplett automatisch neu und wie ihr seht, sind hier die Ordner sortiert. Und auch folgendes, wenn ich hier jetzt meinetwegen was geöffnet habe, Thunderbird schließe und nein, nicht den Explorer, sondern Thunderbird neu starte, bleibt das offen. Das liegt daran, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, das liegt daran, dass wir in den Einstellungen dieses Plugins, ja, halt mal,
nicht festgelegt haben, welchen Ordner er öffnen soll, sondern einfach gar keinen Ordner angewählt haben, dann springt er einfach aufs zuletzt Verwendete zurück. Das heißt, ich bleibe bei zuletzt geöffnetem Ordner verwenden und dann passt es. Klick. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von diesem, ich sag mal, Add-on-Vorstellung für Thunderbird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch mal einen Kommentar da, was mit Sachen, die ihr gerne sehen würdet oder Verbesserungsvorschlägen. Oder wenn es euch geholfen hat oder es das war, was ihr gesucht habt, dann lasst mir doch einfach einen Daumen hoch oder vielleicht sogar ein Abo da. Wir sehen uns nächsten Mittwoch um 18 Uhr. Bis dahin. Ciao, Leute.